Sie sind große Vermarktungsprofis und verkaufen vor allem sich selbst. Der Kardashian-Jenner-Clan. Zweifellos gehören sie zu den bekanntesten US-Familien, sorgen für jede Menge Schlagzeilen und für volle Geldbeutel bei diversen Schönheitschirurgen. Doch wer genau ist da eigentlich wer? Ein Überblick. Alles nahm seinen Anfang mit Kris Jenner. Die Amerikanerin aus San Diego heiratete 1978 den Anwalt Robert Kardashian. Kris und Robert bekamen 4 Kinder. Kourtney, Kim, Khloe und Robert Jr. 2003 starb der Anwalt und Unternehmer an Speiseröhrenkrebs. Schon 1991 ließen sich die Kardashians aber scheiden. Im selben Jahr heiratete Kris den Zehnkämpfer Bruce Jenner. Sie bekamen 2 gemeinsame Kinder, Kendall und Kylie Jenner. Schon früh in den Schlagzeilen war ab Anfang der 2000er Kim Kardashian. Sie arbeitete als persönliche Assistentin für die Hotelerbin Paris Hilton und wurde zu ihrer besten Freundin. Was folgte, war ein Skandal, der den Kardashians aber im Endeffekt zum großen Erfolg verhalf. 2007 tauchte nämlich ein Sexvideo von Kim Kardashian auf. Im selben Jahr starteten die ersten Folgen der Familien-Reality-Soap Keeping Up with the Kardashians. Seither wurden 16 Staffeln gedreht. Mit jeder neuen Folge wurde der Kardashian-Jenner-Clan immer bekannter. Auch Bruce Jenner war immer wieder Bestandteil der Sendung. Bis sich Bruce und Kris 2014 scheiden ließen. 2015 wird klar, warum. Bruce Jenner wird zu Caitlyn Jenner. Mit 64 Jahren entscheidet sich Caitlyn, eine Transfrau zu sein. Und nicht nur Caitlyn hat sich entschieden, etwas an sich machen zu lassen, offensichtlich auch der Rest der Familie. Weitestgehend schweigen die Kardashians und die Jenners aber über dieses Thema. Über ausreichend finanzielle Mittel für Schönheits-OPs verfügen sie. Die Familie ist rund 2 Milliarden Euro schwer. Mit Schmuck, Make-up und Modefirmen erwirtschaftet der Clan Millionen. Vermarktet wird es unter anderem in den Social-Media-Kanälen. Zusammen haben die Kardashians und die Jenners mehr als 700 Millionen Follower und das allein bei Instagram. Eine riesige Marketingmaschine, die offensichtlich funktioniert.